Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft 2 Replaycast 925. Weiter geht's in der Gruppe D. Die Gruppe gibt nicht so viele gute Matches her, aber ich habe nochmal ein richtig hochklassiges Match gefunden und zwar ein Spitzen-ZVZ. Wir haben dazu einmal nämlich koreanische Beteiligung, den Zerg hier in Rot. Der Endgegner, wie er so schön genannt wird, es ist Dark. Spielt bei der Gosu Crew. Und sein Gegner ist der Zerg aus dem letzten Match. Der spielt beim Team Argo Esports. Es ist Elazer. Und wir haben da auch gerade schon was gesehen. Nämlich bei Dark sind ein paar Linge rausgelaufen. Hat hier das Pool First Opening gespielt und greift hier Elazer an, der mit der Hedge First unterwegs ist. Und damit Elazer, ja, er hat noch keine Defense. Er muss das jetzt hier irgendwie sinnvoll und gut verteidigt managen. Die Hedge wird fertig, die Hedge verliert Hitpoints, da kommen nochmal zwei Linge mehr. Und Drones wurden gepullt, um hier zu fighten. Und jetzt geht's eben los, wie gut kann Elazer das verteidigen? Und er nimmt schon sehr viel Schaden auf seinen Drones, macht kaum Schaden an den Lingen. Hat wirklich keinen guten Fight bisher genommen. Jetzt hier die Linge jagen mal weiter, nehmen die Drone raus, knabbern noch weiter an der Hedge. Die Hedge wird langsam doch ziemlich low. Jetzt kommt Linge-Unterstützung mit dazu. Die Drones sind nochmal mit am Fighten. Fünf Drones sterben aber in kurzer Zeit, sechs Drones gehen down. Die Linge warten aber weniger. Und am Ende ist es hier der Drone-Ausgleich momentan. Da kommen nochmal zwei Linge nach. Voll Dark, der will nochmal eine Drone snipen, kriegt auch eine, ist inzwischen bei 7 gekillten Drones und hat jetzt hier einen 2-Worker-Vorsprung. Beide gehen danach auf die Queens, wir sehen die Linge von die Laser jagen auf die andere Seite. Das heißt, Dark wird da wohl und übel noch ein bisschen was an Linge bauen müssen. Bei seinen Queens doch, er hat eine Queen, die kann er der Verteidigung schon mal aushelfen, das müsste dann doch halten. Es wurden trotzdem mal 4 Linge gebaut, das heißt, das sind 2 Larven technisch gesehen weniger. 2 Drohnen technisch gesehen weniger, so rum. Und somit, ja, ist dann die Economy am Ende sehr ausgeglichen. Mit 18 zu 19 Worker. Elaze ist da hier noch versuchen, mal einen Kill mitzunehmen. Die Drone wird auch im letzten Moment weggezogen. Tatsächlich überlebt hier mit den letzten 5 Hitpoints. Kommt damit davon und jetzt hat hier eben Dark genügend Länge, um Elaze wegzutreiben. Währenddessen sind beide am Dronen, somit Early Aggression überstanden. Die Hedge hat, ja, mehr als die Hälfte ihrer Hitpoints verloren. Und eben die Drones waren eine Zeit lang nicht am Minen. Der Linkkrieg ist hier noch und man sieht jetzt eben hier die Income-Sache. Das war eben der Pool, der gebaut wurde von Dark, wo er nicht gedroned hat, sondern Linge gebaut hat. Dann kam hier der Drone-Pool von Elazer, da hat er dann auch die Worker verloren. Und am Ende balanciert sich es größtenteils wieder aus. Wir sind bei nicht viel Unterschied. Man sieht jetzt hier, es schwingt wieder Richtung Mitte. Elazer hat einen ganz kleinen Vorsprung immer noch, was die Worker betrifft. Bis auch was das Timing betrifft. Also er sollte ein bisschen im Mining vorne sein, aber es ist kaum der Rede wert. Währenddessen geht hier schon wieder das nächste Engagement los. Linge gegen Linge. Die Flaces sind angeschlagen. Er wird diesen Linkfight hier verlieren. Er verliert alle seine Zerglinge, die er hat. Hat damit nur noch Queens. Währenddessen die zwei Queens von Dark versuchen noch hier den Overlord loszuwerden. Schaffen es aber nicht ganz. Er hat noch 18 Hitpoints. Und wir sehen, bei Elazer kommt eine Evolution Chamber tatsächlich. Und da soll wohl nach dem Roach One dazu kommen. Ja, da kommt der Roach One. Doppel Evolution Chamber sogar. Für eine komplette Wall an der Natu. Es kommt aber noch kein Leer Tag. Das ist momentan einfach der Roach One mit der Evo. Die wird jetzt gecancelt und somit. Ja, die Queens stellen sich in die Lücke, wollen natürlich hier defenden. Okay, Evo wird doch nochmal begonnen. Wird die Dauer gecancelt, um einfach aus der Angst vor einem Ling-Attack. Ich meine, die Vision von Elazer ist nicht wirklich da. Sein Overlord wurde vertrieben. Das heißt, er sieht nicht, falls da Linge rüberlaufen. Er sieht die erst dann, wenn die vor seiner Haustür stehen. Und er sieht, dass sein Gegner hier noch keine dritte Basis hat. Daher kann es ja auch nicht ganz so sicher sein, was darüber kommt, wenn das nur der nächste Overlord hier gejagt von Dark mit dem Starter-Step mit den Queens. Man sucht die immer schön bei den Schuss draufsetzen zu lassen und dieser Overlord, er verliert nach und nach alle Hitpoints und er wird hier auch fallen. Queens sind dafür zwar weit draußen, aber Dark hat 4 Stück, das heißt, er hat immer noch 2 Queens an seinen Hatcheries, also gar kein Problem mit den Injects. Und somit Elazer eben ein Stück weit Supply blockt, wenn dessen Dark hier nochmal am Scouten sieht. Okay, Doppel-Evolution Chamber plus Roach Warren, aber noch keine Erforschung im Roach Warren unterwegs. Das heißt, Leertech ist vermutlich noch nicht da. Leertech kommt nämlich auch erst noch und auch der Leertech bei Dark wird gerade gebaut. Beide gehen auf plus 1 und wir sehen eben Dark mit der dritten Basis und eben auch einer einzigen Drone mehr. Wenn das nicht hier der Overlord, ja, die Queens wollen da schon wieder ran. Das habe ich gerade erwartet. Wenn Dark hier einen Overlord sieht, der wird sofort den hinterher jagen. Und der Overlord hat kaum Fluchtmöglichkeiten. Denn Highground Vision ist da, der Overlord ist low und da geht er auch down. Somit verliert Elazer schon den zweiten Overlord an die Queens und damit seine die Vision wirklich massiv eingeschränkt. Er macht jetzt hier einen Overseer, um da mal auf den Scout zu gehen. Aber das wird auch seine Zeit brauchen. Wenn das in seine dritte wurde bereits vom Overlord ausgescout, wenn wir hier in Darks Vision gehen. Er hat eben diese Overlords, die die ganzen Wege abscannen, die in seine Basis reinführt. Das heißt, er kann von allen Seiten erkennen, wenn da irgendwas angelaufen kommt. Und das ist durchaus wichtig, wenn das sieht jetzt hier die ersten Roaches bei Elazer. Und Upgrade-technisch sind beide so etwa auf dem gleichen Timing. Elazer ist da ein bisschen vor dem plus 1 Missile Attacks, aber das nimmt sich nicht allzu viel. Mit dessen hat eben Dark jetzt hier die schnellere dritte und kann jetzt hier weitermachen. Hat aber noch keine Queen dran für weitere Injects.
Aber da waren eben jetzt auch erstmal Roaches gebaut. Beide schießen im Army Supply nach oben. Da kommt der Overseer Scout, wird aber auch schon empfangen von der Queen. Hier drüben der Overlord wird jetzt auch zum Overseer gemorpht. Das müsste reichen. Der sollte durchkommen, bevor er hier fällt. Wird ein bisschen low, aber dann hat er wieder volle Hitpoints als Overseer und kann sich aus der Situation verziehen. Und währenddessen kommt der Attack mit den Roaches von Dark. Beide plus 1 und Speed ist gleich fertig. Man sieht jetzt hier eben, plus 1 kommt ran für Dark. Das ist dann jetzt gleich der Ausgleich mit den Upgrades, wenn das Elaser plus 2 schon unterwegs. Aber dafür hat Elaser jetzt dann auch noch Roach Speed mit drauf. Und dann gibt es gleich noch das gleiche Upgrade auch bei Dark. Das heißt, beide sind mit Roach Speed und plus 1 unterwegs. Jetzt können die Roach Fights beginnen. Und das mag Elaser auch. Er verliert die erste Roach, tradet aber zwei seiner eigenen. Er kriegt eine, verliert aber zwei seiner eigenen. Währenddessen gehen hier drüber ein paar Roaches rein und resten einfach die Drones. 50 zu 51 Worker momentan. Und Dark spielt das momentan sehr gut. Er rest hier, bis es snipe eine Queen raus. Hier unten hat er immer noch die paar Roaches, die einfach Stück für Stück ein paar Drones schnappen. Die wollen gar nicht groß fighten, denn der Hauptfight passiert hier. Und da geht es einfach rein mitten in die Queens. Und momentan, Elaser hat hier genug. Er hat ein paar Roaches abgeschaltet, um den Roach Drone bei zu defenden. Das heißt, er hatte da ein bisschen weniger. Hier hatten wir gerade eine kleine Pause. Schätze mal wegen Lag und hier geht immer noch der Fight los, denn hier sind nur noch die paar Roaches, die haben noch nicht die Drones gefokust, das kommt jetzt. Und ja, Elaser ist schon hinten im Work-Account. Dark sieht da echt gut aus aktuell, er ist schon im Supply ein ganzes Stück vorne, er hat 10 Worker mehr und belagert immer noch mit seinen Roaches. Der Gegner kriegt hier nochmal einen Roach und das sind dann immer zwei Supply, die man wegsnipt und das summiert sich. Und man sieht hier auch, 16 weitere Roaches wurden gerade gebaut, Dark hat die 57 Drones, er muss nicht mehr nachtrollen. Elaser hingegen versucht nochmal mit dem Work-Account aufzuholen. Er hat das schnellere plus 2 und beide haben dann auch gleich Overlord-Speed mit dabei. Aber trotzdem, was Dark da an Masse herwirft, ist halt doch ein ganzes Stück größer, einfach weil die Economy zu diesem Zeitpunkt ein ganzes Stück stärker ist. Man sieht es eben, schön im Graph veranschaulicht, wie viel stärker die Economy von Dark gerade ist, durch diesen Angriff, durch dieses Harassment. Und auch hier noch ein Overseer, der könnte noch Contaminate setzen auf die Evolution Chamber. Das heißt, kein plus 2, bis das Timing geht verloren. Da verliert man ein bisschen Zeit und damit Dark holt da auf. Solange die Contaminate hier abläuft, ist da noch ein weiterer Overseer unterwegs. Wir sind momentan bei einem jeweils. Wo ist der von Elaser? Der hängt hier auch rum, hat aber gerade keine Energie dafür. Ich weiß nicht, ob das gerade schon gesetzt hat. Und währenddessen ist der Dark eben auch 2-1 unterwegs. Oh, und der Overseer wird hier fallen. Elaser verliert einen weiteren, währenddessen Dark hält sein Overseer am Leben erstmal. Und wir sehen auch, vierte Basis kommt für den Zerg in Rot. Und wir sehen jetzt auch das Carapace Upgrade für Elaser unterwegs. Aber er ist halt schon 30 Supply hinten, er hat immer noch wenige Worker. Und Dark rückt aus. Vierte Basis kommt bei seinem Gegner. Er sieht das mit dem Overlord und kann da sofort hier die Blutgrätsche bringen. Versuchen, das Ding zu unterbrechen. Das sollte auch gelingen. Er ist hier halt schon so weit. Keine Chance von Laser, das Ding zu verteidigen. Das muss er canceln. Das hat überhaupt keine Überlebenschance. Er kann versuchen, jetzt hier den Fight zu nehmen. Er scheint auch hier zu wollen. Er hat die Ravager, aber da kommt nochmal von Dark Reinforcement. Dark hat jetzt eben auch plus 2 Missattacks ein bisschen schneller als sein Gegner. Und das Carapace Upgrade, ja, das dauert noch, bis das fertig wird. Das tun die vor diesem Engagement oder in diesem Engagement nicht mehr fertig werden. Stattdessen gibt es einfach gerade Roach gegen Ravager. Gegen Roach, gegen Ravager. Beide Seiten haben die gleiche Army-Komposition. Da kommt bei Corrosive Vice auf den Spinecaller. Es wird außerhalb der Reihe gefightet. Aber man sieht schon, Elaser ist so angeschlagen im Supply. Er hat einfach nicht die Masse aus Folge seiner schwächeren Economy ein paar Minuten zuvor. Und da kann Dark sich hier weiter und weiter reinkiten. Hat sämtliche Ravager seines Gegners schon gesniped. Und er macht einfach weiter. Will hier den Todesstoß schon versetzen. Pusht weiter. Hat gleich das Carapace Upgrade mit dabei. Und Elaser sieht es auch ein. Er kommt hier einfach nicht mehr weiter. Er hat zu wenig. Und er kann hier nicht rechtzeitig und genügend nachbauen, um hier das irgendwie nochmal auszugleichen. Stattdessen wirft er das GG und sagt, wir machen das in der zweiten Map. Und da gehen wir jetzt auch hin. Und diese zweite Map, das ist Port Alexander. Wir haben jetzt hier natürlich die 1-0 Führung für den koreanischen Zerg. Und ja, wir hatten die Opening technisch Hedge First, aber wir hatten einen kleinen Unterschied, denn Dark hat Hedge Gas Pool gespielt, währenddessen Elaser hat Hedge Pool Gas gespielt. Das heißt, sein Gas ist da ein bisschen hinten dran. Man sieht es bereits, das Speed Upgrade von Dark ist fröhlich unterwegs, hat schon bereits die ersten 30, 35 Sekunden, also fast die Hälfte durch. Währenddessen hat Elaser jetzt erst 100 Gas gesammelt, geht in die dritte, Dark macht das gleiche. Dafür hat Elaser gerade zwei Dröhnchen aktuell mehr, aber wir sehen, bei Dark kommt bereits das Spanning Nest. Könnt ihr durchaus versuchen, damit noch was anzustellen. Denn er hat natürlich dann Speedlinge gegen Linge ohne Speed und das ist gefährlich für Elaser. Der aber jetzt hier natürlich versucht, die Roaches zu wechseln, um dann eine kampffähige Einheit zu haben. Denn Slowlinge gegen Speedlinge, das ist kein Fight, den man gewinnen kann. Da wird man einfach nur auseinandergenommen. Daher muss hier irgendwann der Switch auf Roaches kommen. Das hat Elaser ja auch vor, hat das Gas bereits gesammelt. Ja, und somit dritte Basis kommt bei beiden. Wir haben 26 zu 31 momentan im Work-Account. Man sieht eben, jetzt kommt hier die Ling-Masse von Dark. Schon mit dem Timing von seinem Metabolic Boost
kommt eine riesen Welle an Dingen und das könnte ein Problem werden hier für Elazer. Man sieht jetzt eben das Speed-Upgrade drauf und Elazer hat es eben noch nicht. Die Linge hier werden noch kurz abgefangen. Elazer sieht den ganzen Schwung, der da anrückt an Linge. Baning ist da eben auch, oder können da mit dabei sein, denn es ist ein Baning-Nest mit dran. Also da kann nochmal gemorpht werden, wenn das jetzt hier eine Wall gegen diese Linge. Aber die damit spannen sich natürlich die Queens aus der dritten Basis aus. Die wurde auch schon gecancelt. Somit Elazer versucht einfach hier auf seinen zwei Basen am Leben zu bleiben. Er hat den Roach schon, er versucht Roaches zu bauen. Darkman dessen geht massiv in Drones natürlich. Er muss jetzt eine Economy aufholen. Und ja, er hat jetzt hier die dritte Basis dann bei sich. Währenddessen versucht die Dinge durchzubrechen. Und es gelingt ihm beinahe hier. Die Evolution Chamber wird nochmal low. Aber jetzt sind die Roaches da und die Queens hier mit dabei. Das heißt, da kommt Dark nicht durch. Aber damit, er hat jetzt hier eine komplette Basis mehr als sein Gegner. Elazer hat mit seiner dritten noch nicht mal begonnen, weil sie eben canceln musste. Die hätte er nicht halten können gegen diese Speedlinge. Da wäre dann komplett dran gestorben beim Versuch, das Ding zu halten. Somit wird das Ding neu gebaut und die Linge sind doch hier, könnten auch versuchen, die Drone eventuell zu snipen, aber es sind einige Roaches als Begleitschutz. Trotzdem natürlich Dark versucht noch ein paar Sekunden jetzt hier rauszuschinden, nochmal ein bisschen mehr Timing hier zu gewinnen, was die Economy betrifft. Die Linge ist hier immer noch unterwegs, wenn es nicht Drone, jetzt geht sie ran, will die dritte Basis bauen, die Roaches hier auf dem Highground bewachen einfach beide Winkel. Und währenddessen hat Elazer gerade den Leertech fertiggestellt, hat das plus 1 unterwegs, wenn das ein Dark geht auf Carapace. Carapace Upgrade und mehr Linge, will es tatsächlich drauf anlegen, mit Mars Linge gegen Roaches. Allerdings hat er hier Linge ohne plus 1 Attack. Die kriegen nur Carapace Upgrade. Heißt, sie halten ein bisschen mehr gegen die Roaches aus, ja. Aber man natürlich auch nicht sonderlich viel Schaden. Die Roaches haben eine Grundarmor und damit, ja, man nehme die einfach schon mal chronisch weniger Schaden an den Lingen und halt auch mit den 145 Hitpoints, Entschuldigung, einiges aus. Jetzt fehlt nochmal ein paar Hitpoints hier. Währenddessen die Queen spuckt drauf. Wir sehen hier dicker Baning Morph bei Dark und eben Linge hinterher. Er hat momentan 40 Worker. Also er ging in der Economy gar nicht groß höher, sondern er hat einfach die nächste Welle in Einheiten aufs Feld geworfen. Er will hier Elazers dritte Basis nochmal abreißen und ja, das gelingt ihm auch. Die Basis wird schon mal präventiv gecancelt und jetzt Dark versucht da durchzubrechen. Er könnte hier die beiden Upgrades canceln, indem er einfach die Banning hier rein crushen lässt. Aber er will natürlich am liebsten die Wall in der Engstelle und die Roaches tot kriegen. Die Evolution Chamber geht down. Missile Tax 1 wird nicht fertig. Die Linge sind jetzt hier dran. Surround die Roaches. Reicht das hier für Dark? Kommt die hier durch? Elazer's Roaches fighten natürlich ziemlich ordentlich in diese Engstelle. Undernatural Drones wurden noch nicht mit reingezogen. Elazer hat einige Worker mehr als sein Gegner. Da kommt nochmal hier die Queen mit dazu. Die Drones sind jetzt doch ein bisschen am Fighten. Die ersten paar Drones genau. Es sind noch ein paar Roaches übrig. Roach Speed ist gleich mit dabei. Hilft natürlich nicht viel, wenn die Roach sich eh nicht bewegen kann. Aber die Roach-Masse ist da. Und die Elazer bleibt hier am Leben. Er kann das hier von Dark abwehren und baut sofort eine neue Evolution Chamber, um eben diese Wall wieder kleiner zu machen, damit die Linge hier nicht reinrennen können. Wenn das in die nächste Welle an Lingen kommt, Dark, er will hier wirklich Blut mit seinen Lingen. Er will es darauf irgendwie beenden. Jetzt droht er wieder nach, wenn er eine weitere Hedge hier baut. Was aber, glaube ich, eine Makro-Hedge. Das ist eine Makro-Hedge. Wenn das dann kommt bei Elazer, der Nydus, denkt sich, okay, wenn du wirklich nur Linge hast, gehe ich einfach mit meinen Roaches rüber und kill dich dann, weil irgendwie, irgendwann sind deine Linge einfach nicht stark genug. Und momentan Dark ist noch immer in der Vorbereitung für den Roach inzwischen. Und hier geht es nochmal drauf auf die Roaches, aber die stehen geklumpt. Drones fighten auch nochmal mit. Die sind ein paar Queens dabei, aber die haben keine Energie für Transuse. Das heißt, die Roaches können hier nicht wirklich gesaved werden, aber es reicht, wie man sieht, trotzdem, um die Linge loszuwerden. Fighten einfach nicht so gut gegen die Roaches. Ist einfach der Fall. Ein paar Drones jetzt stehen noch doof rum. Warten wir zurück an die Arbeit geschickt. Dark hat jetzt ein paar Worker mehr. Aber eben der Nydus ist fertig und das sollte hier Dark auch gesehen haben, dass da Nydus Network steht. Ja, er müsste es gesehen haben. Und da kommt auch schon der erste Nydus-Wurm. Und Dark sieht das auch prompt. Aber eben Problem ist, hat er schon die DPS, um mit dem Ding fertig zu werden? Es sieht nicht danach aus. Er zieht alles in die Main, aber da kommt halt gleich richtig viel Elazer raus aus diesem einen Nydus-Wurm. Die Dinge sammeln sich jetzt gerade, rennen gerade alle verzweifelt in die Mainbase. Irgendwie muss die Verteidigung organisiert werden. Und da kommt einfach alles raus. Die Roaches stehen plötzlich hier. Und die Roaches hier haben es noch Speed-Upgrade mit dabei. Da ist ein Rabbit schon mit drin. Und jetzt die Queens mit dran. Drones werden gepult von Dark. Er muss irgendwie verteidigen. Seine eigenen Roaches spawnen so nach und nach. Er braucht halt noch ein bisschen mehr Zeit. Er hat jetzt aber schon 18 Drones geopfert, um das Ding hier irgendwie zu defenden. Das reicht immer noch nicht. Natürlich, Elazer kann sofort sein Reinforcement mit diesem Nydus-Wurm in diese Mainbase bringen. Hat also gar kein Problem mit verzögertem Reinforcement, sondern kann sofort hier weiter pushen. Und er will jetzt hier seinen Gegner auch finishen. Er hat diese ganze Arme hier drin und er will den Todesstoß versetzen. Hat auch schon einiges im Worker gekillt, aber es reicht noch nicht ganz. Dark wehrt sich noch immer mit diesen Reinforcements, die er gebaut hat. Die Queen hier mega low. Haut nochmal den Transuse raus, währenddessen andere Queen bei Elazer wird gesniped. Beide haben jetzt nur noch wenige Queens mit dabei. Bei Dark ist es gerade eine, die mit rumsteht und bei Elazer gerade noch zwei.
Aber immer noch hier Elazer jetzt mit der besseren Economy und natürlich dem Reinforcement-Punkt Nidus-Wurm. Kann einfach konstant Roaches nachpumpen und kann einfach gerade mehr bauen als sein Gegner. Er braucht einfach immer wieder die Reinforcements und da gehen wieder ein paar Drones down. Und man sieht so langsam, die Army von da reicht einfach nicht. Ist ziemlich low. Es ist nur noch eine Queen. Wenn das neue Queen gerade mit dazugekommen bei Elazer, das ist Zusatz-DPS. Wir haben momentan upgrade-technisch das Speed-Upgrade bei Elazer und 1-1 tatsächlich bei Dark. Also die Roaches sind zwar eigentlich effektiver, aber wenn die Masse fehlt, wenn nicht genügend nachkommt, reicht es halt auch nicht. Palenque noch mit dabei. Es ist nochmal ein richtig knapper Fight, wie man sieht. Elazer scheint hier doch zurückgedrängt zu werden. Da kommen noch ein paar Roaches raus. Es ist eine so knappe Geschichte zwischen den beiden. Es ist so ein knapper Fight. Die Queen hat nochmal die Energie für den Transfuse, haut den auch nochmal raus. Reicht aber auch nicht sonderlich lange. Ein paar Roaches nochmal hier, aber doch nochmal eine weitere Roach spawned. Es wurden einzelne Roaches gemicrot, um die irgendwie am Leben zu halten. Währenddessen rennt hier Elazer nach hinten und er hat nur noch drei Roaches. Da kommen jetzt aber nochmal neue Roaches und eine Queen raus und plötzlich ist hier wieder ein kleiner Trupp, der wieder für Schaden sorgt. Da oben ist noch eine Roach übrig. Es ist so ein chaotisches Hinterher. Neue Queen kommt raus, neue Nidus wird gebaut, falls diese erste gesniped wird. Und ja, kann Elazer jetzt hier endlich das finishen? Da kommt dann mehr Reinforcement, wenn das die Queen ist, jetzt down bei Dark, da kommt kein Transfuse mehr. Er kriegt auch den zweiten Nidus nicht tot und jetzt die mit den Queens, den Roaches. Es ist immer noch so knapp, es strömen immer noch Einheiten rein. Elazer geht gerade noch auf das Burrow-Upgrade, um seine Roaches safen zu können. Das ist auch kein schlechter Gedanke, weil dieser Fight ist einfach die ganze Zeit am Start. Man sieht, wie low die Roaches stellenweise von Dark sind. Er versucht einfach mit den letzten Petpoints am Leben zu halten. Jetzt auch sogar noch das Micro mit dem Nidus. Schickt die Roaches in den Nidus rein, um sie mal kurz zu safen. Und Burrow ist in ein paar Sekunden durch. Und das kann Elazer hier wirklich helfen. Die Low Roaches eingraben, hochheilen lassen und dann wieder ausgraben. Kann sich durchaus auszahlen. Aber die Roach hier stirbt, bevor sie irgendwas machen kann. Burrow ist jetzt durch und jetzt kommt der erste Burrow-Move. Und das wird hier, denke ich, den Umschwung im Engagement bringen. Man sieht, die Einheiten von Elazer graben sie einfach ein, wenn sie losen, warten, bis sie sich regeneriert haben. Und gegen diese Heilpower kann halt Elazer, kann da gerade nicht genügend machen. Und Elazers ganze Army wird sich hier Stück für Stück hochregenerieren. Jetzt wird wieder ausgegraben. Jetzt ist plötzlich ein riesen Haufen an Roaches hier. Die Queen ist nicht mit rausgegraben. Dachte sich, nö, ich regeneriere mich nicht schnell genug. Mir ist das egal. Und da kommt dann aber auch das GG nach langem, langem Fight hier in der Mainbase. Gott, das war einer der längsten Fights. Mit dieser Menge an Einheiten, so einen langen Fight sieht man wirklich selten. Aber einfach, man sieht, da der Nidus den Verteidigervorteil eliminiert, weil beide ihre Einheiten sofort am gleichen Punkt haben können, konnte da einfach konstant weitergeführt werden, der Fight. Und am Ende war es dann doch das Burrow-Upgrade, das die Wende gebracht hat. Hast du gut mitgedacht von Elazer? Er hat es nämlich vor diesem Engagement noch nicht begonnen. Er hat es während diesem Engagement gedacht, okay, eventuell nehme ich Burrow mit, um meine Roaches hochzuhealen, um dann noch die nötige, ja, Power zu haben, um durchzubrechen, und das hat am Ende auch geholfen. Somit ist es jetzt hier der Ausgleich. Was für ein krasses ZVZ hier zwischen den beiden. Erst Elazer lang bedrängt mit Lingen und Baningen und jetzt dreht er den Spieß um mit dem Nidus und einer hart umkämpften Mainbase. Und bin jetzt gespannt, was uns die Deciders Map bringt. Und auch in der dritten Map, King's Cove, gab es die gleichen Opener wie in der zweiten Map. Das heißt, es gab Hedge Gas Pool bei Dark und es gab Hedge Pool Gas bei Elazer. Das heißt, sein Gas wieder verspätet und er geht direkt in die Roaches, gibt hier das Speed Upgrade. Währenddessen sehen wir das Speed Upgrade gleich fertig bei Dark und da kommt auch wieder das Banning Nest und die Linge im Bau. Wobei, das Ding wird gecancelt tatsächlich. Also Ling Attack unterwegs bei Dark. Das heißt, die dritte kann Elazer eigentlich schon wieder ziemlich vergessen. Und auf dieser Map zu wollen, ist nochmal ein Stück schwieriger. Man sieht hier, da muss erst der Creep Tumor rein. Und selbst dann muss man hier noch alles zubauen und es ist trotzdem eine recht große Fläche. Also das könnte durchaus noch gefährlich werden, die vielleicht. Selbst dann wären noch die Rocks theoretisch, die man aufmachen könnte, aber die haben 2000 Netpoints, das dauert zu lange. Auf jeden Fall, diese dritte Basis, die muss Elazer canceln. Wobei, die kann er wahrscheinlich gar nicht mehr canceln. Er hat die Linge noch nicht wirklich gesehen. Und somit, ja, die dritte Basis wird fertig. Die kann Dark auf jeden Fall killen. Die Frage ist, wie weit will er gehen? Er versucht jetzt hier gerade in die Natural reinzukommen. Das sind drei Queens. Roaches werden gerade auch gemacht. Die Queens blocken hier schön die Rampe. Schöne Aktion hier von Elazer. Er versucht damit natürlich so lange wie möglich mit den Queens durchzuhalten. Die dritte Queen läuft schon mal weg. Will nochmal, glaube ich, einen Notfall-Incheck absetzen. Nein, sie will sich bei den Roaches kriechen und trotzdem auch den Incheck absetzen. Jetzt geht es eben an die dritte. Und die soll gesniped werden. Mit richtig vielen Lingen, mit dem fast vollen Surround. Aber jetzt nochmal eine Roach. Aber eventuell dessen, ja, das. Ich denke, Dark hätte bessere Chancen gehabt, die Hedge zu kriegen, als jetzt nochmal auf die Roach zu wechseln. Und um die Hedge rumgemicrot. Weil er kann jetzt nochmal Schaden drauf machen, wie man sieht. Denn die Elazer muss jetzt gerade eben zwei Fronten auf einmal verteidigen. Und man sieht hier, hätte der Dark auf die dritte draufgehalten, wäre es, glaube ich, besser für ihn gelaufen.
Also von Anfang an, er hat dann versucht, diesen Roach zu kriegen, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Aber Dark pumpt auch noch weiter Linge. Er ist hier noch lange nicht fertig. Er wirft die nächsten zwei Wellen an Zerglinge aufs Feld und somit ist er insgesamt hier gerade bei 51. Versucht hier die dritte Hedge zu resten, kriegt einen Drone, kriegt eine zweite Drone und geht wieder auf die Hedge. Und dieses Mal wird die Hedge wohl fallen. Die hat kommen noch Hitpoints und da kommen noch so viele Linge nach. Die Hedge wird fallen. Währenddessen hat es hier die Wall gebaut an der Natural. Elaser wird vermutlich nicht gebrochen. Es sind diesmal auch keine Baninge mit dabei. Das heißt, da kann Dark nicht wirklich mit Gewalt durch, sondern er expandiert hier auch selber droned nach, baut auf Roaches um. Ist die Frage, hat die hier genügend Schaden angerichtet? Versucht er nochmal die Larven zu kriegen, aber nein, diese Overlords spawnen, gar kein Problem. Können dann auch nicht mehr von Lingen angegriffen werden. Man könnte da so ein System einbauen wie ein Pikmin, dass wenn die Linge ein Ei surrounden und das dann als Overlord spawnt, dann kleben die Linge am Overlord dran und machen immer noch weiter Damage. Ich weiß nicht, wer von euch Pikmin kennt, aber da kann man eben seine kleinen Untergebenen auf große Viecher werfen. Die kleben sich dann ran und hauen auf die Dinger ein und kämpfen mit bis zum Letzten wirklich. Die kämpfen um alles. Die sind sehr treu und zuverlässig, auch wenn es ihnen selber das Leben kostet. Ist manchmal ein sehr tragisches Spiel. Ist auch eine Art Strategiespiel eigentlich, nur dass man es eben anders steuert. Ist eine ganz lustige Sache. So, die Linge hier versuchen immer noch irgendwas zu machen, aber der Roach-Ball ist groß genug. Der ist gefährlich genug bei Elaser. Er holt sich, wenn es noch 1-1 Upgrades und Roach-Speed. Und da kann überall Dark gerade noch nicht mithalten. Er hat das schnellere plus 1 Missile-Attacks, ja. Fällt dann aber eben mit dem Carapace-Upgrade zurück und sein Leertech ist auch noch nicht fertig. Es ist gerade fertig geworden. Das heißt, sein Roach-Speed wird jetzt hier gerade begonnen. Diesen Timing-Vorteil wird auf jeden Fall Elaser haben mit guten 15 Sekunden. Währenddessen kommt wieder der Overseer-Morph. Natürlich, dritte Basis steht schon bei Dark. Er meint schon ein bisschen davon, das heißt, er hat hier die bisschen bessere Economy. Was? Nicht mal tatsächlich. Nicht mal. Elaser hatte davor noch die Worker tatsächlich. Gut, er ist in der Natural noch ein bisschen übersaturiert. Hat da ein bisschen mehr stationiert, weil seine dritte ist eben noch nicht fertig. Das heißt, er meint einfach gerade erhöht an seinen anderen Zeitbasen. Das reicht tatsächlich, um das auszugleichen. Und er droht jetzt auch massiv höher, wie man sieht. 58 zu 50. Aber da kommt die Runde auch gleich. Das heißt, beide gehen auf den 60er Worker-Count, beide haben die dritte Basis dann. Und wir haben hier nochmal toten Overseer. Dark verliert tatsächlich mal einen Overseer. Wenn das ist Elaser's Overseer? Ja, der lebt noch hier. Der ist noch am Leben. Also er hat sogar zwei tatsächlich. Ihr könnt also eventuell versuchen. Hä? Okay, warum das gerade. Ach, weil das hat's verschoben mit der Lava-Feld. Darum habe ich gerade auf den Overlord geklickt und statt auf den Overseer. Ja, die beiden sammeln fröhlich Energie. Das heißt, man könnte eventuell noch ein Upgrade blockieren, nämlich das plus 2 Missile Attacks. Auch hier ist nochmal ein Changing unterwegs. Da gab es auch einen neuen Overseer. Das sind zwei neue Overseer bei Dark. Aber da den ersten verloren hat, sind die eben noch recht frisch, haben noch nicht so viel Energie. Und wir sehen tatsächlich Burrow und Tunneling Claws bei Elaser. Also er packt jetzt hier wirklich die Moves aus. Er will die Roaches mit Full Power haben, mit allen Upgrades, die drauf verfügbar sind. Zudem eben noch das Plus 2 Missile Attacks. Wenn das hier Overseer geht rein, hat er genügend Energie von Contaminate. Noch nicht ganz tatsächlich, ihm fehlen noch 6 Energiepunkte. Wenn das geht hier der Overseer auch nochmal drüber über die ganze Basis, dem fehlt es auch noch ein bisschen was an Energie. Aber da könnte Elaser gleich anfangen und momentan, er hat das schnellere plus 2 jetzt schon, könnte er jetzt noch ein bisschen mehr ein Timing dabei rausholen. Beide puppen natürlich jetzt fröhlich in Roachball, bauen auch Ravager mit dazu. Wir haben noch die ganzen Linge, die bei Dark übrig geblieben sind, die sind noch mit drin. Die können auch einiges auswirken. Sie sind nicht die besten Fighter, weil natürlich auch irgendwo die Upgrades fehlen. Aber sie können ein bisschen Schaden blocken und die Roaches blockieren. Das kann sich auch auszahlen. Je nachdem eben, wie die Fight-Position läuft. Wir sehen jetzt hier aber auch schon vierte Basis bei beiden Spielern. Oh, aber es wird zu einem großen Attack kommen. Vor allem, weil Elaser eben gleich auch seine Upgrades mit dabei hat mit Burrow und Tunneling Claws. Das will man natürlich nutzen. Und wenn man nur Roach, ja, einfach einen Drive-By macht, die Roaches eingräbt und dann durchschwimmen lässt bis zur gegnerischen Natural. Und man sieht hier auch, da kommt das Contaminate auf das plus 2. Das wird mal spontan angehalten. Und ist der zweite Overseer noch am Start? Ah, jetzt auch schon. Okay, beide haben ihre Energie dafür ausgegeben, während das Overseer hier ist unterwegs, wirft aber ein Changeling, scoutet nochmal drüber und eben Tunneling Claws ist ready, Burrow ist ready, das sieht man auch. Die Roaches haben da diese tollen farbigen Stacheln auf ihrem Rücken, das heißt Tunneling Claws ist ready und das muss Dark eigentlich auch schon gesehen haben. Ein paar Roaches sind glaube ich schon unter seinen Overlords vorbeigekommen. Aber momentan, er hat Overseer, er bräuchte nicht zwingend Static Defense, kann aber trotzdem helfen. Man muss jetzt natürlich aufpassen und natürlich kann die Laser das auch nutzen im Fight, immer wieder mal verletzte Roaches eingraben. Ist allerdings ein kleiner Fight, wesentlich effektiv und wir sind jetzt hier einen großen Lingram bei getrennt in Natural und dritte und die Lasers Army ist eben gerade nicht da. Die Lasers Army splittet sich gerade in zwei Hälften, er versucht jetzt gerade hier zu fighten. Ich glaube, das ist ein Arklix-Symptom gerade gewesen. Er versucht hier tatsächlich zu stehen und zu fighten, aber das sieht gar nicht mal so gut aus wie in der Michaels jetzt mal. Okay, bei Lasers läuft das gar nicht so gut und er ist halt auch abgelenkt. Hier gehen gerade Stück für Stück die Drones und die Dinge knabbern sich durch alles durch und die Laser fliegt hier gerade so viel an Grund und Boden. Der Fight lief schlecht, das
Link Harassment ist hier überall, macht gerade so viel kaputt. 14 Drones bereits gestorben. Und ich denke, Dark hat damit einfach seinen Gegner spontan überrollt. Auch wenn sein Plus 2 noch nicht fertig ist, er hat einfach gerade ordentlich Wasser massig. Razor kriegt noch ein paar Corrosive Bites ab. Da kommt gerade noch Nydus mit dazu für Dark. Auch die vierte Basis ist hier bald unter Feuer, weil Dark hat einfach noch so viel mehr Einheiten und immer noch sind ein paar Länge hier drin. Fighten noch gegen die Doges und insgesamt 21 Worker sind gestorben. Jetzt kommt mehr Reinforcement hier für die Laser, um die Situation zu defenden. Aber trotzdem, Dark hat hier bereits einen 50 Supply Vorsprung. Es wird jetzt ein bisschen weniger. Laser kann jetzt doch mal ein paar gute Fights holen, ein paar gute Trades machen, aber am Ende hat er einfach so viel verloren. Wenn er nochmal die große Weiß reinkommt, wird die Sache noch viel schlimmer. Ein paar hat er davon abbekommen. Somit dieser Ling Runbuy hat sich für Dark gerade mehr als nur bezahlt gemacht. Er hat die ganze Army blockiert. Elaser hat es ja gar nicht gut gemanagt bekommen, hat die Worker verloren und in der Army einiges verloren. Jetzt ein kleiner, feiner Changeling setzt einen Nydus-Wurm in die Mainbase und Elaser hat keine Ahnung, weil er keinen Overlord hat. Oh oh, das könnte so ziemlich gleich vorbei sein. Wenn hier nämlich gleich die 180 Road Supply rauskommen und die 120 Road Supply, dann ist ja halt Ende. Dann muss Elaser gegen eine richtig gefährliche Rampe fighten und das kann man halt kaum mit der eigenen Army. Da kommt zudem noch ein zweiter Nydus vor der vierten Basis, also Drag jetzt hier. Jetzt spielt er auf, er ist gerade in der dominanten Position und er nutzt das hier auch aus. Da kommen die Corrosive Bites auf die Larven, auf die Eier, um die zu snipen. Da fehlt aber noch einer, das sind ein paar Low, aber noch nicht tot. Jetzt kommen aber weitere Corrosive Bites auf die Army und da sieht man einfach, da ist so viel Roach Ravage Army bereits hier in der Mainbase von Elaser und er kann sich einfach null defenden, hat einfach hier schon viel zu wenig. Und am Ende ist es ein sehr, sehr trauriges Ende für Elaser. Er hatte eigentlich den Plan, aber wurde dann komplett vom Ling Runbuy gecountert. Das lief überhaupt nicht, wie er sich das vorgestellt hat. Und dann ist einfach seine Verteidigung auseinandergefallen. Man hat es gesehen, seine Army ist mehr ein bisschen move-commanded in den Gegner rein. Hat nicht wirklich gut gefightet, weil sie auf A-Click einfach unterwegs war. Sollte eigentlich nach Hause defenden, aber eben da war die Army von Dark schon zu nah dran und hat die Aggro gezogen. Und somit, ja, Dark macht das sehr schön mit, hat seine Linge wirklich genutzt. Die Linge hat er aufbewahrt und am Ende haben die ihm zu Sieg verholfen. Ziemlich deutlich sogar. So stark gemacht von ihm. Ist halt Dark. Dark leistet sich nur wenige Schwächen tatsächlich. Er ist halt einfach ein konstant starker, richtig krass starker Zerg. Ich glaube, er ist seit Jahren eigentlich immer an der Zerg-Spitze in Korea mit dabei. Wobei es da eh nicht so viel Wandlungen gibt. Das sind meistens die gleichen paar Leute, die da oben rumhängen. Gerade bei den Zergs. Korea hat es nicht so mit Zergs. Hatten es noch nie irgendwie so ganz. Gibt nicht so viele krasse Zergs. Und die es gab, haben sich mit ein paar anderen Skandalen nicht sonderlich weitergeholfen. Jo, das war ReplayCast 925. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich will ja eigentlich gucken, ob WCS-Replays bald kommen, aber bisher wurde nichts released. Daher, da gibt's Updates, sobald ich die Replays habe. Mal gucken, wie lange das dauert. Jo, bis dahin, macht's gut und ciao.